Hallöchen, die Raketen, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Formel 1 2022. Herzlich willkommen vom Marina Bay Street Circuit hier aus Singapur. Es ist angerichtet, Flutlicht, 26 Grad, es ist wolkenlos, es bleibt trocken und wir sind unterwegs auf dem nächsten Startkurs hier unter Flutlicht, wie eben angesprochen, 5,63 Kilometern. Wir haben 23 Kurven, wir haben 3 DRS-Zonen und mit Singapur eigentlich eine Strecke, die mir in den letzten Jahren immer gelegen hat. Ja, wie eben schon angesprochen, ich bin mir nicht sicher, wie das Rennen hier verlaufen wird. Das Auto in den alten Spielen hat hier immer sehr gut gelegen. Die Strecke hat sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich in diesem Spiel habe ich Probleme, das Auto hier wirklich stabil zu halten. Ich musste wirklich viel Abtrieb einstellen, um das Heck stabil zu lassen. Ihr habt es auch in der Koop-Karriere gesehen. Ich hoffe, dass es hier in der MyTeam-Saison besser wird. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und neu seid, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns hier gleich im Rennen wieder. Wie immer der obligatorische Blick in die Zwischenstände. Die Rivalität sieht so aus, dass wir aktuell weiterhin keine Rivalität haben, denn die Rivalen, die uns zugewiesen hätten werden können durch unsere Pressearbeit, durch unser Management oder wen auch immer, wären lediglich Verstappen, Perez oder Hamilton gewesen und es sind halt keine Rivalen, die aktuell auch nur ansatzweise in irgendeiner Region zu uns passen würden. Also sowohl vom Fahrerwert als auch von der WM-Platzierung, als auch von der KWM-Platzierung, als auch von der Resultate aus den letzten Rennen ist das alles nicht im Rahmen des Machbaren. Von daher habe ich die Rivalitäten hier abgewählt und wir gehen auch in dieses Rennen hier in Singapur ohne Rivalität. Aber, und damit jetzt zum viel spannenderen Teil, der Blick in die Vorschau. Und der zeigt, dass wir aktuell wieder auf Rang 4 in der Liste der Vorschau liegen. Und wenn wir mal in den Verlauf gucken, dann sehen wir, dass wir hier einen riesen Satz gemacht haben. So, wir gucken mal hier in die Nachrichten, nicht in die Leistung, wir gucken in die Nachrichten und da sehen wir, welche Updates gekommen sind und zwar so ziemlich alle. Also das neue Seitenkastenprofil ist gekommen, die Hubdämpfer sind gekommen, die wärmeableitenden Felgen sind gekommen, die Zündanlage ist gekommen, der Zylinderkopf ist gekommen und sogar noch ein weiteres Teil. Also ganze 6 Updates an der Zahl, die hier in Singapur eingeschlagen sind und uns wieder an das vordere Fahrerfeld ran katapultiert haben. Inwieweit sich das hier tatsächlich im Rennen bemerkbar machen wird, kann ich euch nicht sagen. Wenn wir in die Rangliste gucken, dann sehen wir, dass wir aktuell auf Rang 10 liegen. Wir haben 31 Punkte, liegen damit 37 Punkte hinter Valtteri Bottas, der auf Rang 9 liegt. Und Charles Leclerc führt ganz normal die Fahrer-WM hier weiter an vor Max Verstappen und Carlos Sainz, dann auf der 4 George Russell und auf der 5 Sergio Perez. In der KWM auch hier Ferrari weiterhin vorne vor Red Bull und Mercedes. McLaren liegt an 4, wir liegen auf der 8, 3 Punkte nur noch hinter Haas. Also das sollte vielleicht noch im Rahmen des Machbaren sein. Platz 7 ist das Ziel hier für die Saison. Wir haben noch 5 Rennen, die nach diesem Rennen noch kommen, also 6 mit Singapur. Und von daher hoffe ich, dass Platz 7 noch im Rahmen des Möglichen ist, den wir hier holen können. Und damit kommen wir zur Startaufstellung hier zum großen Preis von Singapur auf dem Marina Bay Street Circuit. Von der Pole Position geht Lewis Hamilton ins Rennen vor Carlos Sainz, der Rang 2 belegt. Hamilton mit einer 1:38.652 hier die Polezeit. Dann gefolgt auf den Plätzen 3 und 4 von Perez und Verstappen. Dann die beiden Alpines mit Alonso und Ocon. Dann Ricciardo und Bottas, Magnussen und Leclerc, der hier strafversetzt wurde auf die 10. Auf den Plätzen 11 und 12 dann George Russell und wir von der 12. Sebastian Vettel von 13, Mick Schumacher von 14. Lance Stroll von 15, Theo Pichet strafversetzt auf der 16. Und dann kommen auf den Plätzen 17 und 18 Albon strafversetzt und Gasly strafversetzt. Ebenfalls Norris mit einer Strafe und Joe mit einer Strafe, genauso wie Tsunoda und Latifi, die hier die letzte Reihe abbilden. So, wie immer, der obligatorische Blick in die Rennstrategie. Oh Wunder, wir fahren medium hart und wir können wieder nichts in der Strategie verstellen. Also wir können keine personalisierte Strategie auswählen, weil seit dem letzten Update hier ein massiver Bug vorherrscht. Und egal, ob du die Rennstrategie fährst oder nicht, es wird dir nichts angezeigt. Ich habe keine Ahnung, wie hoch hier die Reifenabnutzung ist. Ob es lohnt, früher reinzugehen, ob es vielleicht lohnt, 2 Runden später reinzukommen. Wir müssen echt gucken, wie sich das Ganze auf der Strecke verhält. Und müssen dann halt einfach schauen,
wie sich das Ganze hier verhält. Das jetzt so der Plan. Genau, deswegen fahren wir medium hart. Wir nehmen bei 31 Runden für 32 zwei Sprit mit. Wir hoffen, dass der Spritverbrauch nicht so hoch ist. Und dann würde ich vorschlagen, legen wir los. Let's fetz. Die Einführungsrunde läuft und die Fahrer machen sich und ihre Autos startklar für das bevorstehende Rennen. Oh, Hamilton, Sainz auf hart, einige auf weich, durchmischtes Feld. Wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen Probleme, das Auto stabil zu kriegen. Ich habe massiv viel Abtrieb auf die Hinterradachse gelegt. Ich habe den Heckflügel sehr steil angestellt. Ich glaube 48 oder 49, um überhaupt so viel Druck hinten zu haben, dass das Heck nicht in jeder Kurve ausbricht. Das ist hier wirklich ein bisschen schade, weil die Strecke echt in den vergangenen Spielen immer viel Spaß gemacht hat. Und ich sie sehr gerne gefahren bin. Jetzt gibt es hier aber so ein, zwei Knackpunkte, wo ich so meine Schwierigkeiten hatte. Ich hoffe, dass ich das im Rennen jetzt ein bisschen akklimatisiert. Im Qualifying hat es ja soweit eigentlich auch gepasst. So, die Autos rollen jetzt hier zum Schluss noch in die Startboxen. Und dann kommt die Ampel und es geht los. Da ist sie, die Ampel. Großer Preis von Singapur. Kommen eigentlich ganz gut weg, aber auch Vettel mit einem guten Start. Vielleicht hier innen rein. Zumindest gegen Vettel und Leclerc können wir uns behaupten. Machen einen Platz im Vergleich zur Startaufstellung gut. Sind jetzt 11 da. Und jetzt innen rein gegen Russell und Magnussen. Magnussen macht hier zu, aber wir bleiben hart. Hier vorne wird es kurz langsam, dranbleiben. Guter Start, ohne Zwischenfälle. Schauen wir auch gleich nochmal rein. Oh, hier wird gefightet, können wir da profitieren? Nein, hier nicht. Vielleicht jetzt. Wir bleiben dran an Bottas. Außen, wenn er uns den Platz lässt. Jawohl. Da wollte er wandern. Bottas jetzt neben uns. Oh, das wäre fast schief gegangen. Ohne Wandberührung. Aber Bottas muss wieder vorbei. So, wir bleiben erstmal im DRS-Fenster, das ist schon mal gut. Wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5/10 pro Runde. So, Flügel machen wir auf.
Versuchen jetzt schon mal ein bisschen ERS zu sparen. Da wollte er wandern. So, am Ende von Runde 3 sind wir ein bisschen rausgerutscht aus dem DRS-Fenster. Und wieder ein bisschen Gas geben, dass wir hier wieder reinrutschen. Und vielleicht diesmal ein bisschen DRS dann ERS doch trotzdem mit drauf geben. Wir hier mit dran bleiben. Wir schließen auf jeden Fall wieder auf das vordere Feld auf. Also fahren ran an Ricciardo und Co. Jetzt nicht zwangshaft schlimm ist. Versuchen wir wieder ein bisschen ERS zu sparen. Allmählich ab. So, wir bleiben dran.
kommen in den entscheidenden Momenten nicht nah genug ran, um anzusetzen zum Überholen. Aber ich will auch das ERS noch nicht gänzlich aufbrauchen. Vielleicht werden wir da in Richtung kurz vom Boxenstopp mal ansetzen. So, jetzt Bottas hier mit dem Fehler. Und wir auch. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. So, okay, irgendwo ist gelb. Irgendwo hinter uns. Aber vielleicht sind wir jetzt nah genug dran, um hier am Ende der DRS-Zone anzusetzen. Das wäre natürlich super. Ein paar Infos. Albon ist ausgeschieden. So, Flügel ist auf, er ist es an. Reicht nicht. Doch, Bottas verbremst sich. Ha, jawohl. Es hätte nicht gereicht, aber Bottas macht den Fehler. Und wir auch. Wieder mal. So, jetzt schnell weg hier. Gucken, dass wir vielleicht vorne wieder ranfahren können. Dass wir nach Möglichkeit hier nochmal den Flügel irgendwann öffnen dürfen. Denn auch Leclerc kommt von hinten. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Und macht uns das Ganze hier nicht einfacher. So, die nächste an der Box. Boxenstopp-Fenster jetzt auch für uns offen. Brauchen jetzt eine gute Innenlap. Alonso an der Box, Ricciardo an der Box, wir an der Box. Das heißt, Ocon bleibt draußen, Perez bleibt draußen und ja, mal gucken. Ne, Perez war drin, Verstappen bleibt draußen. Oh, wir müssen alle vorbeilassen. Aber Ricciardo geht auch vorbei an Alonso. Mhm. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Und Bottas geht auch wieder vorbei. Ach, das gibt's ja nicht. Die Dreiergruppe da vorne ist jetzt wieder perfekt.
So, Alonso fightet hier gegen Bottas. Das erlaubt Ricciardo da vorne weiter wegzufahren, die Lücke zu vergrößern. Ungünstig. Okay, Theo an der Box. So, wir haben DRS. Sind wieder in den Punkten. Wir haben ja eine ganze Armada von Fahrzeugen und wir müssen jetzt hier irgendwie vorbei, wenn wir irgendwas nutzen wollen. Aber hier wird es nichts bringen. Oh, es ist wirklich unheimlich schwer, weil hier alles so ausgeglichen ist. Ihr habt es ja in der Leistungstabelle gesehen, wie dicht alles beisammen ist. Vielleicht jetzt, vielleicht hier am Ende der Geraden beim Reinbremsen. Jawohl! So, und jetzt ist das Problem, jetzt geht Magnussen rein. Das heißt natürlich, Ricciardo hat jetzt freie Fahrt. Da kommt Russell raus. Den haben wir uns auch noch geholt. Das heißt, wir sind wieder Siebter. Jetzt müssen wir noch einen Bottas kriegen.
Vielleicht jetzt. Jetzt sind wir, glaube ich, nah genug dran, um uns wie gegen Alonso reinzubremsen. Jawohl! Haha! Gut gemacht, super überholt. Naja, durch den Zweikampf jetzt hier mit Russell verlieren wir natürlich den Anschluss nach vorne. Und das ist, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir Russell vorbeigelassen hätten, vorne ranzufahren und nochmal an Ricciardo und Ocon aufzuschließen und dann die beiden anzugreifen, um uns den Platz zurückzuholen, wäre voraussichtlich weniger gut gegangen, als wenn wir jetzt hier hinten versuchen, den Platz gegen Russell zu halten. Zumal der Medium-Reifen jetzt irgendwann auch in die Knie gehen sollte. Aber wir müssen jetzt auch gucken, weil unser Sprit auch langsam nicht mehr der beste ist. Also wir müssen jetzt zusehen, dass wir die letzte Runde auch sogar noch ein bisschen Sprit sparen, damit wir hier noch irgendwie über die Runden kommen. Sechster Platz, das wäre natürlich schon... Boah, ich würde mich freuen. Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,0 Sekunden. Also wir versuchen das Auto, wo es jetzt geht, ein bisschen in die Kurve rollen zu lassen. Aber ihr seht schon, was das an Zeit kostet. Eieiei. Dafür, dass wir die ganze Zeit von halbwegs mit dran geblieben sind, haben wir jetzt schon einen riesen Vorsprung. Also das ist schon Einbüßen auf ganz, ganz hohem Niveau. Das ist das zweite Mal in dieser Saison, dass wir so sprittechnisch Probleme haben. Aber ich will auch diesen sechsten Platz. Sowas wäre halt auch mal cool, wenn Pressefragen nach dem Rennen sich tatsächlich auf das Renngeschehen so richtig beziehen würden. Also jetzt, man merkt ja, dass wir langsam sind, weil wir Spritprobleme haben. Das würde ja normalerweise, würde das die Box ja auch durchfunken. Sowas wie, ja, Plan A oder Plan C, Sprit sparen, Versuch mehr rollen zu lassen oder was auch immer. Also man würde das ja schon durchgeben, dass man sich dann darauf danach bezieht irgendwann. Können es schaffen. Es ist machbar, hier Platz 6 zu holen. Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,4 Sekunden. Oh, jetzt hat er uns angebufft von hinten, der Russell. Ohne, dass es rot war. Jetzt wird er aggressiv. Ob es auch eine Verwarnung für ihn gegeben hat? Fragezeichen. So wie
für uns vorhin bei der ganz minimalen Kollision, die man nicht mal gemerkt hat. Der geht jetzt noch nicht in die Box. Doch. Russell geht in die Box, weil er uns hinten drauf gefahren ist. Was soll ich jetzt dazu sagen? Und jetzt versucht es Alonso. Wir halten dagegen. Vorletzte Runde. Merken fürs nächste Mal Singapur mehr Sprit. Und wir müssen aufpassen, denn gerade die letzte Runde ist die KI aber nochmal besonders stark, weil sie hier die schnellste Runde fahren möchte. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Es wird echt knapp hier mit dem Sprit. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Und wieder Alonso innen. Wir halten dagegen. Abstand zum Auto vor dir beträgt 14,8 Sekunden. Alter, wird das knapp. Alter, wird das knapp. Es reicht! Es reicht für P6! Auf dem letzten Tropfen! Ich fasse es nicht! Sechster, jawohl! Sie haben die schwierigen Bedingungen hier in Singapur überstanden und einen spektakulären Sieg geholt. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser gemacht als die anderen?
Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1-Action zurück sein werden.